Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind im Zeitturm immer noch. Und ja, wir müssen jetzt weiter nach oben und weiter nach oben kämpfen. Eieiei, ein Brutalander, ist das dein Ernst? Holy. Heilige Scheiße. Ja, noch eins, okay. Ist das Röntgenaugen? Röntgenaugen, komm schon, sind das Röntgenaugen. Bitte lass es Röntgenaugen sein. Komm schon. Na, na? Was? Ich hab's nicht lesen können, verdammt. Akura-Brille, okay. Was? Aha, was macht die? Erhöht Wurftreffersicherheit, okay. Das heißt, unsere Wurfgegenstände haben eine höhere Chance zu treffen. Okay, das ist interessant und wahrscheinlich in manchen Fällen auch ziemlich praktisch, würde ich jetzt mal meinen. Aber gut. Oh, Brutalander. Schon wieder. Okay, keine Grimasse. Oh, zum Glück, ey. Ich hab keinen Bock, Grimasse abzubekommen, ey. Ohne Scheiß. Wir kriegen hier echt wenig Poke, alter Vater. Aua. Vielleicht ist das sogar schon der letzte Part, Leute. Heilige. Will ich diesen großen Apfel da unten haben? Eigentlich schon, aber egal. Vielleicht ist das schon der letzte Part, obwohl ich denke eher, dass wir noch ein Part brauchen werden. Aua! Heilige Scheiße! Au! Holy shit! Kacke! What? Alter Vater. Okay, der Feuer-Odem hat mich gerade ein bisschen... Wow. Der hat mich gerade so ein bisschen verstört, muss ich sagen. Also... Aua! Holy shit. Holy shit. Ich mach mal ein bisschen Rasierblatt. Wow, okay, oder auch nicht. Aua. Okay, das besiegt schon wieder. Ne, ich wollte schon sagen. Psystra. Ah, okay. Heilige Scheiße. Also. Eieiei. Das ist. Ja. Heilige. Ein Gummi. Ich will's haben. Ja, wir haben noch einen Belebersamen. Alter. Das ist nicht gut. Es ist echt nicht gut. Und ich weiß nicht, wie weit wir hier noch hochgehen müssen. Ein Apfel. Komm, machen wir das mal so. Essen. Doki. Items. Oh, bitte, lass es noch ein Belebersam sein. Aua. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Ich will... Weg hier. Wir haben keinen Belebersamen mehr. Wir haben verdammt nochmal keinen Belebersamen mehr. Scheiße. What? Okay, Leute, ich bin, ja. Ich... Ja, nee. Wow. Wow. Also irgendwie... Habe ich da so ein bisschen Angst, ne? Wow. Das ist irgendwie nicht so gut, dass wir hier so ein bisschen am Krepieren sind. Heilige Scheiße.
Ja. Aua. Scheiße, Mann. Aua. Fuck. Ohne Scheiß. Ohne verdammten Scheiß. Das ist, wir sind hier so ein bisschen am Arsch. Scheiß auf die schicke Box. Heilige Scheiße. Zeitturmkuppel. Okay. Wir sind am Ende eigentlich. Wir schaffen es niemals, die Alga zu besiegen, Alter. Ist dies die Spitze des Zeitturms? Ah, Blitze. Sieh den Himmel an, Doki. Hui. Das ist unglaublich, aber es sieht echt stylisch aus. Da wirbeln rote Wolken durcheinander. Wolken durcheinander. Ah, es hat echt Style. Es ist schon wieder passiert. Es fühlt sich an, als würde jeden Moment der Turm auseinanderfallen. Es ist Zeit, Doki. Sieh mal, da drüben. Da gehören die Zahnräder rein. Was könnte das sein? Es ist etwas Seltsames, Mystisches. Es hat etwas Seltsames, Mystisches an sich. Dort ist ein großes kreisförmiges Muster. Und innen sind Vertiefungen, die aussehen, als wären sie herausgemeißelt worden. Was ist das? Na, einen Moment mal. Die herausgemeißelten Vertiefungen. Es sind insgesamt fünf. Fünf Vertiefungen. Das bedeutet, da müssen die Zahnräder der Zeit rein. Was? Fünf Vertiefungen? Das ist es. Wenn ich die Zahnräder der Zeit in diese Vertiefungen einsetze, dann könnten wir vielleicht verhindern, dass die Zeit stehen bleibt. Okay, ich mache es. Oder auch nicht. Ah. Ja, es ist plötzlich finster geworden. Ihr seid es. Ihr strebt die Zerstörung des Zeitturms an. Was? Mitnichten. Wir sind gekommen, um zu verhindern, dass die Zeit stehen bleibt. Zeit stehen bleibt. Zeit. Die Alga. Ihr wagt es, nach der Zerstörung des Zeitturms zu trachten. Nein, das stimmt nicht. Wir wollen verhindern, dass der Turm kollabiert. Schweigt, an alle, die ihr den Zeitturm bedroht. Ich werde euch keine Gnade gewähren. Sag keinen Zweck, Doki. Es hört uns absolut nicht zu. Ja, die Jäger verliert die Kontrolle, weil die Zeit zusammenbricht. Aber dieses Pokémon ist nicht das Schattendiäger, dem wir in der Zukunft begegnet sind. Die Macht der Dunkelheit hat es noch nicht völlig überwältigt. Es gibt noch eine Chance, die Jäger zur Vernunft zu bringen. Es gibt noch Hoffnung. Es greift an, Doki. Oh, dieses Grrrr hat voll im Hals gekratzt, ey. Ich werde Rasierblatt, glaube ich, einsetzen. Haben wir irgendwie irgendwas, was wir jetzt noch einsetzen können, bevor Dialga uns angreift? Grimmsam. Nahrungsmittel, das Angriff und Spezialangriff des Pokémons auf den höchsten Level darauf setzt. Machen wir das einmal eben. Okay, und dann greifen wir jetzt normal an. Wow. Wow! What? Ich setze meine Sinebi rein. Vorsichtshalber. Also, ne, man weiß ja nie. Wir sind gleich tot. Also. Yo. Wir haben noch niemals eine Chance, Alter. Wow. Okay. Wow. What? Holy shit. Das war nicht gut. Ja, nee, nicht wirklich. Holy shit. Also. What? Was? Alter. Wir brauchen halt eigentlich echt Belebersamen dafür.
Ich glaube, wenn wir das jetzt wieder nicht packen, dann setze ich den Dings ein. Drücke ich den Safe State. Damit wir jedenfalls die zwei Belebersamen wieder haben. Und dann versuchen wir, ja, hier nicht zu sterben einmal so. Aua. Dein Ernst? Jetzt komm her. Okay. Leck mich, Porygon Z. Was haben wir eigentlich so alles an Items noch? Dragon braucht das Kraftband gleich wieder, okay. Ich greife mal das hier an. Dein Ernst? Itemsperre, okay. Aua. Schrecke sogar zurück. Ist das dein Ernst? Aua. Jetzt geh weg. Okay, das ist auch gleich besiegt. Schön. Ich meine, wir sind auch gleich schon wieder besiegt. Schön. Eine neue Attacke. Gigasauger vielleicht? Knirscher. Knirscher ist cool. Schöne Sache. Knirscher ist super. Ich will nicht besiegt werden. Okay. Komm. Na, okay. Okay, Leute. Moment. Zack. Wir müssen es machen. Geht nicht anders. Es tut mir leid. Wir brauchen diese Belebersamen. Heilige Scheiße. Und wir müssen... Ups. Knirscher lernen. Wir müssen Knirscher erlernen. Knirscher will ich auch erlernen noch. Bevor wir irgendwie zu Dialga kommen oder so. Obwohl es eigentlich halt mehr Sinn macht... Ja, Knirscher nicht zu erlernen, sondern... Aua. Warte, was? Nicht Knirscher einzusetzen später, sondern... halt, ja, weiterhin unser Rasierblatt und so. Ich weiß ja nicht, ich muss mal gucken, wie viel Damage Knirscher und so alles macht. An Dialga, deswegen. Aber heilige Scheiße, ey. Spiralband, schön. Hallo! Hoioioi. Aua. Aua. Wir sind auch noch paralysiert? Dein Ernst? Okay, ein Belebersam. Okay, doch nicht. Wir machen das mal Megasauger, bitte. Dein Ernst? Oder wir machen auch keinen Megasauger, ist okay. Aua. Ist das... Alter. Okay, Moment. Megasauger, komm schon. Danke. Bisschen hochgeheilt. Und eine TM? Vakuumhieb. Wir haben halt leider nichts Effektives gegen Dialga. Das ist irgendwie so gerade ein bisschen problematisch. Wenn wir Schaufler finden würden, dann das wäre... Das wäre super. Dieser Ladungsstoß aber... Nee, der ist auch ein bisschen für den Arsch gerade, ne? Also der zerstört uns gerade so ein bisschen... Geh weg! Nein, dein Ernst! Warum greift uns das nicht an? Warum hat das jetzt nicht uns angegriffen? Geht das nur für physische Angriffe oder so? Ich habe keine Ahnung. Ist doch behindert. Schon wieder ein Belebersamen verbraucht, Leute. Heieiei. Wenn wir hier nichts Nützliches in diesem Part... Ja, wenn es hier nichts Nützliches irgendwie, ne? Wenn wir nichts Nützliches machen, dann werde ich den Part nicht bewegen, nicht nehmen werden. So, dann werde ich, ja, wahrscheinlich einfach wieder selbst wieder zurücksetzen und nochmal von vorne anfangen. Oh, zweimal daneben noch, genau. Schöne Sache, ist super. Aua. Ich will die ganzen Sinelbeeren aber auch nicht unbedingt verschwenden, denn... Setz ich lieber einen Megasauger ein, ey. Und noch mal einen Megasauger. Oh. Natürlich kommt ein Pokémon. Natürlich. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt labern soll hier. Dragon ist schon mal Level 37. Wir müssen jetzt auch noch Level 37 kommen. Unseren Belebersamen haben wir schon verschwendet. Einen, genau, stimmt. Einen haben wir schon verschwendet. Beziehungsweise, ja, einer ist schon aufgebraucht worden. Hallo, Porygon. Danke.
Okay, ich dachte gerade, er setzt wieder irgendwas Behindertes ein. Ups, ich wollte eigentlich fixieren, aber okay. Eingesetzt ist auch super. Explosion, okay. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich dachte, er setzt wieder einen Ladungsstoß oder so ein. Zum Glück hat er es nicht getan. Rasierblatt. Zack. Okay. Rauborb. Wenn ich es einmal schaffen werde, ohne Belebersamen aufzubrauchen, dann werde ich den Safe State vor Dialga setzen. Das Rauborb. Hier oben ist ein Apfel. Okay, ein großer Apfel sogar. Ein Warpsamen. Toll. Warpsamen brauchen wir auch nicht. Was ist das? Ein Persimband. Okay. Alter. Ich stelle jetzt nochmal einen Monsterraum oder so vor. Alter, ich glaube, ich würd sterben. Gleich noch schnell einen Monsterraum. Ja, komm. Gönnt man sich ein, ne? Kann man ja mal machen. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Monsterraum. Ist doch immer recht schnucklig, oder nicht? Georockbrock. Nee. Ne, ich geh runter. Agilität. Hammerarm, danke für das Damage. Und wir sind an der Zeitumkuppel. Okay, wir können auch jetzt einmal kämpfen, dann beende ich den Part, glaube ich. Okay, das lesen müssen wir das jetzt nicht nochmal, ne? Haben wir ja eben alles schon gelesen. Verdammt, mein Trinken steht an meinem Bett. Scheiße, jetzt hätte ich jetzt schon was getrunken, aber nein. Lalala. Oh, danke. Dialga erscheint. Okay, ich glaube, ich werde den Part auf jeden Fall hochladen. Aber wenn wir es jetzt nicht packen, Dialga zu besiegen, dann werde ich im nächsten Part, werden wir uns dann hier vor Dialga schon wiedersehen. Und bis dahin habe ich dann keinen Belebersamen verschwendet, hoffe ich. Okay. Das hat keinen Zweck, es hört uns absolut nicht zu. Ja, komm, wir müssen angreifen. Nein, es greift an, wir müssen kämpfen. Ja, ist okay. Es gibt noch eine Chance. Ja, ich weiß. Hoffnung. Yeah. Danke. Dann werde ich nämlich jetzt wieder den Grimmsamen einsetzen. Wir haben ja Sinelbeeren und Belebersamen. Haben wir jetzt immerhin ein paar mehr noch. Rasierblatt. Zack. Nice. Na, daneben, verdammt. Ja, ich werde weiter angreifen. In der Hoffnung, dass... Aua. Okay. Ich will eigentlich jetzt kein... Ich versuche einen Megasauger, bitte, komm. Funktionier. Nice, okay, wir haben uns schön voll geheilt. Das ist super. Super schön. Ah. Mann, warum geht dann alles so viel daneben? Sinelbeere auf Dragon. Aua. Aber wir werden einen Megasauger einsetzen. Genau. Oh, Megasauger, super. Gut, dass wir jedenfalls das haben, ey. Zeitenlärm. Aua. Okay. Oh, wow. Sinelbeere auf Dragon. Gegenschlag. Wow! Wir haben es besiegt. Wow! Ha. Okay. Yeah, wir haben es besiegt! Taktik und so. Wir beenden den Part. Ja, Leute. Es tut mir leid. Wir beenden hier den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Letzten Endes haben wir doch noch die Eiger besiegt, Alter. Belebersamen sei Dank. Und Megasauger sei Dank. Ah. Haut da rein.